Schluss, aber eigentlich kennt ja jeder die Regelung. Mal gucken, wie der gute Eber heute wegkommt. Habe ich keine Ahnung, was ich an meinem Stütz jetzt noch gemacht habe. Ich weiß jetzt gar nicht, mit wie viel Stütz ich fahre. Aber dürfte relativ egal sein, die Zeiten von Akrimian zu spielen. Relativ ähnlich gewesen. Abgesehen von Akkis seiner 48,5. Also letzte Kurve nur mit 80 raus, oder wie war das jetzt? Ja. Ich hoffe, Rex erinnert sich dran. Dürfte aber eigentlich. Nach der letzten Kurve nur 80 Stundenkilometer, genau. Bis zur Stadt, also bis das Rennen freigegeben ist. Mal gucken, wer Fehlstart praktiziert. Solange sich niemand in der Einführungsrunde neben die Strecke stellt, ist alles in Ordnung. Das passiert ja auch hin und wieder mal. Ja, wenn man sich so ein bisschen aufhält und hoppala, dann... Ja, das passiert beim Fahren schneller als man denkt. Ich wäre zweimal abgeflogen bei einer... wo ich ein bisschen gegenlenken musste. So. Fett hintereinander, ne? Ja. Was sagen wir, dass man sich jetzt schon langsam hat, gar keinen Ding, oder? Ja, es spielt keine Rolle. Die fahren über Start und Ziel, die stehen noch in der Kurve, ist das kommen. Oh, fast gedreht. Hey, Eber, das war aber auch sehr weit. Stimmt. Darmstoff. Ich war doch in der Kurve. Ja, ebenso. Ah, komm noch rum. Boah, klick ein klein bisschen. Hat er eben auch ganz kurz gehabt. Hat sich dann aber wieder gefangen. Also ich weiß.
am besten im Qualifying eingestellt, aber es fährt sich saugut mit so viel Sprit. Oh. Ist das gut, weil ihr auf dem Rest? Ja. Ja, dem Fanboy hast du aber gerade schon gegeben, ne? Ich war links neben ihm und er hat mich von der Strecke zu drängen. Ich war noch nicht von der Strecke runter, nur weil... Na, du hast ja mal einen Hack erwischt. Ich hab schon gesehen, du hast ja mal einen Hack erwischt, aber gut, kann passieren, ne? Du hast Hack erwischt. Das war auf jeden Fall, nicht absichtlich, auf gar keinen Fall. Ja, gut. Bist du da jetzt rechts neben mir? Ja. Okay. Gott, ich bremse hier immer zu spät. Und schwupps war ich Qualifying Zeit, sau witzig. Das Auto fährt sich viel besser mit dem vollen Tank. Achtung, ich bin rechts, Exception. Ja, klar. Schlitter. Eber tötet Heuballen. Ne, Leichenstapel. Ist dagegen eingeknallt? Yep. Denk noch so, oh, da ist was im Weg, Klonk, okay. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es nicht mehr im Weg, jetzt ist es im Motorblock. Ah, dicke 18 hält was aus. Ah, komm doch rum, ey. Wow. Ja, schade. Ach gut, dass er den Reifenstapel da weggewandt hat. Kann man da drüber pausen. Eber, und Scuba, hier gibt's euch aber auch ganz schön, ne? Ja, Alter, das ist nicht locker, ey. Kommt mir nur gelegen. Ja, wir fahren jetzt zu fünf, ne? Direkt dahinter. Boah, bin ich am Zittern, ey. Entspann dich. Nee, nicht wenn ich den Eber hinter mir hab. Es ist ja Eber Senior, nicht der Junior. Ja, das ändert nichts daran, dass er schnell ist. Also so schnell ist der Senior gar nicht, glaube ich. Ja, aber er ist ungefähr genauso schnell wie ich und will immer wieder vorbei. Und das ist das Problem. Frechheit! Einfach mal voll bremsen. Nee, das mache ich nicht. Im kurvigen Teil ist der LWD halt schneller als der Mavic, aber Jürgen ist... Ganz vergessen, dass er das Licht nicht angehabt hatte. Ah. Oh, da sagst du was. Jürgen ist eine stabile Sekunde fast. Na gut, jetzt ist es noch 0,8. Oh, Eber ist weit raus. Ja, aber ich kann es nicht nutzen. Ich hab zu... Das Auto ist noch zu schwer für so eine Aktion. Ich hoffe, ich habe ihn nicht erwischt. Ich habe meinen Heck verloren. Ja, er war ziemlich weit ausgemacht. Jawohl, fast 2 Sekunden auf der Zielgerade. Ah, nee, 1,5. Pass auf. Thank you.
froh, wir hatten das zweite Hütchen in der ersten Kurve weggeräumt. Das war mein Beschleunigungspunkt. Das war ein richtig schöner Drift. Da muss auch mal sein, ne? Für die Zuschauer. Deswegen ist Fanboy nicht vorbeigekommen, oder was? Ja. Scheiße, ich merke gerade, ich habe den Reifenverschleiß des Todes. Der Reifenverschleiß hier ist ja auch relativ hoch. Ja, relativ gut. Kommt halt durch diese vielen Kurven, die man alle mit relativ hoher Geschwindigkeit fahren kann. Die Belastung ist da sehr, sehr hoch. Speziell mein linker Vorderreifen. Oh, ja, der ist später tot. Ja, bei mir auch. Der überhitzt doch die ganze Zeit so ein ganz klein bisschen, wenn ich aus den schnellen Bereichen komme. What the fuck war das denn jetzt? Ich glaube, Gas bekommen, so wie es aussah. Mal so eine Frage dazu. Wenn der Reifen, die Reifentemperatur zu hoch wird, sollte man dann Reifendruck runterschrauben oder umschrauben? Hoch. Du musst dir vor so verstellen, ne? Wenn du viel Druck im Reifen hast, ja, dann sieht der Reifen aus wie so ein Ei. Boah, extrem ist, ne? Ja. So. Und das willst du haben, weil je weniger Auflagefläche du hast, desto so weniger schnell älter sind. Allerdings, umso stärker rutscht der Reifen auf. Richtig. Und sammelt mehr Reifungssitze auf. Ja, man gut, muss auch meine, dazu wenn sagen, wenn du drei Bar reinballerst, ja, dann ist das natürlich scheiße. Geht das überhaupt in dem Spiel, 3 Bar? Ja, der ich glaube nicht, oder? Das ist lustig. Boah, da auch gut zum Man muss aber auch dazu sagen, dass jeder Reifen ja einen gewissen Luft, oder zumindest ist das ja der Quasi so, jeder Reifen hat einen gewissen Luftdruck, in dem er optimal funktioniert. Ja, aber wenn der Reifen ja heißer wird, dann dehnt er sich ja mehr aus, die Luft, die drin ist. Dann kann es manchmal auch helfen, weniger Luftdruck reinzumachen. Das gibt's bei PKs auch den Effekt, aber bei den GT3ern kommt der eigentlich nie zu tragen. Das ist dann eher so in den LMP bzw. Formelklassen. Apropos LMP, ich seh sie schon auf der Minikarte. Ja, ich komm bald. Mit Akkel eine Sekunde im Schlepptau. Ich seh's. Ah, zwei. Na doch, nur eineinhalb. Kommt drauf an, in welcher Kurve wir gerade sind. In manchen Teilen ist er eindeutig schneller und in manchen nicht. Und im Audi auf der Strecke gar nicht zurecht. Ja, schon. Also du brauchst halt einigermaßen gutes Setup und dann musst du halt Tailbreaking machen ohne Ende. Aber komisch, dass ich jetzt schnellere Zeiten fahre wie im Quali. Windschatten. Ich hab keinen vor mir. Druck des Hintermanns vielleicht? Der schiebt genau nicht. Nee, ich meinte eher so stressmäßiger Druck. Nein. Aber ich fahre auch Zeiten, die nur 0,1, 0,2 hinter meinen Qualizeiten liegen. Vor allem am Anfang, als der Tank noch voll war, hat sich der Wagen super fahren lassen. Etwas rutschiger. Sind normalerweise die Federwappen zu hart eingestellt. Aber ziemlich weich. Also das Auto liegt besser, wenn es mit einer harten Federung vollgetankt ist? Ja, je schwerer der Wagen ist, desto besser sind die Federung machen. Interessant. Die Federrad oder die Stoßdämpfer? Die Stoßdämpfer. Das ist interessant. Die stopp halt. Federrad meint er, oder? Federrad, ja, ja. Die Stoßdämpfer schon. Boah, das Auto ist sehr weich eingestellt. Also
vorne 110, hinten 130. 100 ist ja das Niedrigste, was geht. Ne, den ersten geht in 3. Ja. Ich hab mich vorhin von der Strecke gedreht, aus irgendeinem mir unbekannten Grund. Okay. Akel hat irgendeinen Fehler gemacht, jetzt ist 3,8 Sekunden. Ups, verbremst. Beide weiter schon oben, um den zu haben, weil der ist gerade mega langsam irgendwie. Wer? Spider weiter. Achso. Ja. Sonst hat er immer in den Top 3 mit dabei, sonst war einer rein. Vielleicht liegt ihm die Strecke auch nicht, weil er hat kein Setup oder so. Nee, es war auf einmal, er war immer recht vorne dabei heute auch. Aber gerade auf einmal in den letzten 2-3 Runden, da wurde er langsam. Ich mal Aero-Schaden oder sowas. Hey. Oder dem geht der Sprit. Ja, warte, ich bleib innen, dann kommst du gleich außen vorbei. Mann, es hat ein bisschen Zeit gekostet. Tut mir sorry. Kein Problem. Das hat behindert das Akel ein bisschen. Nein! Nee, du es nicht. Warum? Was passiert? Wieder gedreht oder was? Ja, ganz plötzlich. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich bin die Kurve ganz normal gefahren. Zack. Oh nee, da war ich kurz mit einem Reifen. Fies. Boah, ey. Bin ich ja Aero-Schaden geholt bei der Aktion. Okay, da wollte ich an der Stelle vorbei, wo es nicht geht. Mist. Reifentemperaturen sind voll. Da habe ich mich nur selbst. Meine Temperaturen sind zu hoch. Und wir sind verlegt. Und verbremst. Aber die sehen nicht mehr besonders gesund aus. Wir haben vorne links bei mir schon fast zur Hälfte weg. Ja, ich auch. Ja, bei mir ist noch etwas mehr drauf. Also der Audi ist ein richtiger Reifenfresser, ey. Super, ich bin hinter dir. Okay. Ich bleib links. Obwohl, nee, warte, rechts. Ich bleib rechts. Was? Schlank wie ein. Ja, das Problem ist, ich wollte eigentlich links bleiben, aber ich war ein bisschen zu schnell und bin zu weit rausgekommen, deswegen muss ich rechts bleiben. Aber jetzt ist Akel natürlich wieder direkt hinter mir und der macht einen schnelleren Boxenstopp, weil er nicht so viel jemand leckt hier gerade. Leckt? Ja, einer, der mich überrundet hatte. Da wird es Akel gewesen sein. Wenn es ein gelbes Auto war, war es Akel. Ich sehe das Auto nicht, das ist das Problem. Ich sehe nur mal kurz ein paar Lichter in der Kurve stehen und das war's dann. Kann auch Spider weiter sein, der gerade vor mir ist. Boah, das Lichthupe nervt. Weiß, dass er zum Überrunden einsetzt, aber. Nervt trotzdem brutal. Natürlich nervt das. Was meinst du, warum es im Zweikampf verboten ist? Jedenfalls bei uns. Ja. Warum weiter an der Box? Vielleicht hatte der wirklich einen Schaden. Vermutlich. Und ich verliere Zeit auf AJ, das ist irgendwie. Was? Du hast aufgeholt. Das waren schon über 12 Sekunden, wo ich hatte. Nee, ich verliere Zeit.
Eben hatte ich noch 11 Sekunden, jetzt habe ich 12 Sekunden Rückstand. Jetzt ist F5 bei mir. Meine Schatzpedale rutschen weg. Mann! Okay, jetzt hole ich wieder ein bisschen auf. Boah, können diese 10 Minuten nicht schon rum sein? Braucht neue Reifen, das ist echt unangenehm. Denke ich mir auch schon die ganze Zeit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob mein linker Vorderreifen diese 10 Minuten noch durchhält. Meiner hält's noch durch, aber ganz knapp. Naja, sie können ja nicht platzen, also von daher. Ich bleib links. Mein Auto ist nur noch am Rutschen, ey. Können nicht platzen mit Project Cars? Nein. In der Assetto Corsa schon, in Project Cars nicht. Ich hätte das nämlich mal ausprobiert. Mal im Formel C auf Imola einfach mal einen Satz Reifen komplett mit 7-fachem Verschleiß einfach mal komplett runtergefahren, als kein Gummi mehr drauf war. Habe ich dann mich an die Wand gestellt und Dauer durchdrehen lassen. Ist nichts passiert. Doch, der Motor ist aber gar nicht drauf. Das hätte ich. Also mit Akel und mir gibt es noch einen interessanten Fall. Viel weniger Reifenverschleiß als ich. Ich habe definitiv zu viel Sport dabei. Ja, ich auch. Ich muss ein bisschen was rausmachen beim Boxenstopp. Geht ja nicht. Du kannst ja keinen kein Sport abpumpen. Ja, ich tanke ja nach. Ich meine ein bisschen was von dem Nachteil und weniger. Ach so, das machst du. Ja gut. Die LMP, also der Marek zumindest, kommt ja mit einer Tankfüllung nicht durch. Das ist ja auch das Problem, warum ich mich gerade so ärgere, weil ich, dass ich so viel Abstand zu Akel eingebüßt habe beim Überrunden. Weil der seinen Boxenstopp viel kürzer machen kann, weil er nämlich nicht tanken muss. Den Abstand hätte ich gebraucht. Dann fährst du halt wieder raus. Schwer mit abgefahrenen Reifen, der RWD verbraucht ja auch weniger Reifen. Macht gerade richtig Druck von mehr als eine halbe Sekunde wäre ich da nicht rausfahren können. Aber schön, dass ihr den P2 da wieder Spaß habt vorne. Ah Gott ey. Kommt so viel besser an die Kurven mit seinem Reifen. Oh fuck! Da bin ich zu weit nach rechts gezogen. Ich glaube, jetzt muss ich ihn gleich ziehen lassen, jetzt hat er mich. Du hast immer linker Vorderer. Jetzt schon zweite Kollision. Nach 6 Minuten. Du bremst auch Sau auch viel zu früh, Mann. Lars, ist der gute Spider-Rider hinter dir? Ja, aber mit gebührendem Abstand. Oder? 10 Sekunden. Aber mit 10 Sekunden Abstand. Ah, okay. Direkt hinter mir, das ist ein LMP. Angefehlt wahrscheinlich. Jo, lass ich mal schnell durch. Aber alle 10 Sekunden Abstände ungefähr. Ja, durch die Überrundung gerade habe ich jetzt jedenfalls eine Sekunde verloren. Na, stimmt, da kann auch noch mehr.
Okay, hinten sind sowieso nur noch rum. Ich also weiß, wo ich Zeit verliere, Fackeln. Alles 10 Sekunden Abstände, du zu mir zu. Nein! Jetzt habe ich mich weggedreht. Margel, du sollst dich doch nicht dauernd wegdrehen. Das machst du in der Seto Corsa schon. Komm in. Ne, ich mache jetzt einen frühen zweiten Boxenstopp. Zweiten, ersten. Okay, erst am zweiten, ersten Bust. Oh, da hatte ich einen dreifachen Windschatten vor mir, da beim Umlegen einfach plötzlich keinen Griff mehr gehabt. Ich glaube, das war so eine Art Dirty Air. Habe ich auch noch Aero-Schaden vorne. Hinten, weil Akli mir zweimal drauf gefahren ist und vorne wegen dem Dreher. Ja, aber das geht ja relativ schnell. Trotzdem kannst du reparieren. Kostet dich vielleicht 2 oder 3 Sekunden. Hoffentlich kostet jetzt Akli genauso viel Zeit. Ja. Oh. Schlitter, Schlitter. Ah, jetzt habe ich nicht vergessen drauf zu achten, wo die Boxen einfach ist. Direkt nach der letzten Kurve rechts. Glaube ich, habe sie gefunden. Nein, das war die falsche. Ich habe eine Zeitstrafe bekommen. Oh, ach komm, die Boxenausfahrt ist ja scheiße. Letzte Kurve, nicht vorletzte. Habe ich noch so einen frühen Boxenplatz? Dann kann ich die Boxenstrategie gar nicht ändern. Ah, Scheißspiel. Er hat leider keine Pit-Config. Gibt's eine Pit-Config für das Scheißspiel? Nein, leider nicht, hab ich ja gerade gesagt. Ich würde mir manchmal auch eine wünschen. Das hat mich gerade nicht nur den ersten oder die Chance auf den ersten, sondern auch den dritten Platz gekostet, zweiten Platz gekostet. Wie viele Sekunden hast du bekommen? Alle. Ja, 10. Ah, 10. Ich bin jetzt 30 Sekunden hinter Sashman. Aber der hat mir nicht gestoppt. Fino ist in der Box gewesen. Ich kann gleich rückwärts fahren, da fahre ich viel schneller, ey. Aber ich habe jetzt länger ein unbeschädigtes Auto immer. Also ich verliere gerade deutlich Zeit auf... Was ist jetzt los? Auf Spider-Rider meinst du? Mein Spiel hat sich gerade von selbst rausgetippt. Bin aber wieder drin. Oh Gott. Was mich heißt los? Das nicht, dass meine. Nein! Ich merke gerade, es hat gar nicht nach. Es hat nur einen Nachmittag und keine Reifen gewechselt, obwohl ich es eingestellt habe. Das war genau die Sache mit dem Boxenstopp voreinstellen und im Warm-up nochmal. Hab ich zweimal. Zweimal habe ich es nochmal gesehen. Okay, dann nevermind. Was soll das? Oh. Scheiß dreckiges Project Cars. Da ist der Grund, warum ich es nie mehr spiele. Nicht nie mehr, aber warum ich so selten spiele. Grad nochmal rein, Alter. So ja, fahr das durch, Alter. Nein. Ja, es hat gerade umgestellt von Reifenwechsel symmetrisch auf Nein. Ein Scheißdreck. Aua, jetzt bin ich fast so nicht, Alter. Der Grund, warum ich so keinen Bock mehr auf das Scheißspiel habe. Einer der Gründe. Wie viele Boxenstops hast du gespeichert? Alter, meine Bremsleistung ist einfach am Arsch, Alter. Ich hab den heftigsten Bremsschaden in der Geschichte der Menschheit, Alter. Was meinst du mit Boxenstops? Wie viele du voreingestellt hast. Ich habe das Problem damit gelöst, dass ich nur noch eine einzige Einstellung für den Boxenstop habe.
Voreinstellungen. Die ändere ich immer wieder um. Seitdem habe ich nie mehr Probleme damit. Ja, ich habe noch keine Ahnung, so viel wie es geht. Ja, das würde ich vielleicht mal rausnehmen. Weil da gibt es Probleme mit diesem Ja und Nein ankreuzen. Und dann nimmt der oftmals einen verkehrten Stop. Und wenn du bei dem dann eingestellt hast, ohne Reifenwechsel. Aber die Benzinmenge hat ja gestimmt. Wie gesagt, kannst du es ja mal ausprobieren. Alter, ich hab grad gepiltet, bin jetzt hinter Spider-Rider und seine Karre sieht aus wie Schrott. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Jetzt muss ich mich auch noch anstrengen, um angedreht zu bekommen und er ist jetzt wirklich nicht schnell. Das ist sau scheiße, ich hab gar keine Chance mehr vorne mitzufahren. Das war gerade so spannend, ne? Hat so Spaß gemacht. Solche Reifen sind so geil. Oh ja. Ich schaue nicht mehr über meine neuen Bremsen, aber egal. Ja, gut. Wie kann man die Bremsen überhaupt kaputt machen? Ich habe technische Defekte aktiviert. Wenn die Bremse zu lange zu heiß wird, geht sie wahrscheinlich kaputt. Obwohl ich das noch nie geschafft habe. Ja, ich habe vorne 700 Grad, hinten 600. Eigentlich nicht zu viel. Ja gut, aber ich sehe hier permanent mein Brake Damage unten. 12 habe ich jetzt. Du kannst das einstellen? Wo kannst du das einsehen? Nee, im Projekt. Achso, okay. Ja, komm mit mir raus. Boah, ich hab 40 Sekunden aufs Scooter. Bin ich langsam, warum? Blöden Raustemmen eben. Frag mich, was der Blödsinn sollte. Oh, ist so ärgerlich. Ja, das ist irgendwas im Hintergrund. Hätte ich ohne den zweiten Boxenstopp wahrscheinlich ziemlich gekriegt. Aber ich wüsste nicht was. Das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Ja, Windows Update, so. Gleich bei der PC runter, was auf. Das war nur die, genau, das war nur die Meldung hier. Update sind 15 Minuten und dann geht's los. Das wäre jetzt scheiße. Wäre semi-geil, ja. Project Cars soll endlich mal seine ganzen Multiplayer-Bugs fixen, diesem scheiß Boxenstopp und alles. Wird doch nicht mehr gefixt. Ich weiß. Machen ja lieber ein zweites Spiel, das wahrscheinlich dann genauso verpackt ist. Ich werde es mir nicht kaufen. Ja, das sag ich. Ich sag jetzt auch, dass ich mir nicht kaufen werde, aber am Ende werde ich es. Nee, ich kaufe mir das Scheiß. Am Ende werde ich es mir sowieso wieder kaufen, ich sehe es schon kommen. Leckt das Spiel überhaupt gerade? Nee. Nein. Oh, hoffentlich bin das nicht ich. Zum Teufel, es schnattert nicht. Kennt den einer? Nee. Nö. Wieder so ein Random. Der auf dem Server oder was? Nö. Hat mir nur eine Freundschaftsanfrage geschickt. Warum stehst du denn jetzt so lange an der Textbox? Oh, Boxenbug? Jetzt fährt er raus, man. Nur Reifen wechseln, ey. Ja, dass du keine Reparatur hattest. Ja, ich hatte keinen Schaden, nichts. Ja. Weißmechaniker. Würde ich mich beschweren. Ich würde gern wissen, was das wieder war. Ja, das hilft mir nur nichts. Der ist viel zu weit weg, als dass ich durch den Boxenstopp kriege. Außer sein Auto ist jetzt vielleicht total kaputt. So angedreht, dreht sich erst. Boah, Spider-Rider hat einen Ping von 300.
Ja, erklärt vielleicht auch, warum er so langsam ist. Jetzt 1500 ja. Ping, ey. Durch diese ganzen Scheiße mit der Zeitstrafe und den zwei Boxenstopp bin ich jetzt 30 Sekunden hinter Akel. Das war so ein schöner Fall. Der Akel ist genau hinter mir. Er hat noch viel länger die Frische im Reifen. Warum erwische ich immer in der ersten Kurve GT3s, wo man keinen Platz finden kann? Oh, geknappt. Akel hat einen 110er Ping. Ganz Zeit zum Hyping. Achtung, erste Kurve hab ich gedreht. Magel, fahren wir die Stadt hier eigentlich auch in der AC vor? Ja. In der AC-Liga? Ja, ne? Nach Mungau, das dürfte das siebte Rennen sein. Aber das ist wahrscheinlich angenehmer zu fahren wie hier. Spider-Weiter hat er schon wieder in der Box. Naja, in AC-Liga ist ja keine richtige Lasergescannte Strecke. Achso, das ist Mod-Strecke? Das ist Mod-Strecke, ja. Aber die Project Cars-Strecken sind auch nicht Lasergescannt. Richtig, ich weiß. Spider-Weiter. Zumindest nicht alle. Die meisten sind nicht. Ich glaube, Snetterton ist einer von den wenigen, die Laser gescannt sind. Ich glaube, die haben nur 2-3 Laser gescannt. Eigentlich traurig, ne? Mhm. Ja, für ein Spiel mit dem Budget, wenn man es mit Assetto Corsa vergleicht. Wird sich für Project Cars 2 ändern. O-Ton, wir hätten nicht gedacht, dass das so viel Arbeit spart. Nee, das ist scannen, oder? Das Laser scannen, ja. Hätte man sich da nicht drüber informieren können. Komm, Ziehmagel. Ja, konnte nicht noch weiter nach rechts. Da habe ich ein bisschen arg untersteuert. Wollen wir mal hoffen, dass PKS2 nicht so ein Murks wird wie das hier. Wird es auf der gleichen Engine laufen? Weiß ich nicht, kann sein. Ich bin aufs Engine-Update von Racewind gespannt. Bob, sie sollten den Netcode nochmal komplett überarbeiten. Ja, der Netcode wäre an sich ja in Ordnung, nur leider hat eben genau dieser Netcode Probleme mit dem Steam-Netcode. Das ist ja der Grund, warum es ständig Probleme im Online-Modus gibt. Wir sollten einfach... Ein PKS machst du das? Ja. Die sollten sich einfach von Steam abkoppeln. Ja. Naja, gut, aber... Dann gibt's halt weniger Geld. Ja. Akel ist jetzt an mir vorbei, auf Startziel. Und Spider-Rider fährt mir gerade so ein bisschen davon. Ja, der holt gerade auf mich auf. Ich finde, man bräuchte ein Spiel mit den Features von GTR 2 und der Karriere von GTR 2 und den Autos. Und der Physik von Assetto Corsa. Nein, mit dem Autounfall von Gran Turismo. Nee, jetzt sind zu und viele. Und Schwerter vielleicht noch von PKS und die Grafik. Das war's dann noch. Nee, von Project Cars die Grafik und die Autos. Von Assetto Corsa noch die Autos und die Fahrphysik. Und die Modbarkeit. Und die Modbarkeit. Ein paar mehr Strecken wären schon geil. Die können wir gestohlen bleiben, die Modbarkeit. Geht nicht um Fahrzeugmods, sondern um Streckenmods. Ja, wenn ich sehe, wie der Sachsenring gemoddet ist, da denke ich mir, da könntest du ihn auch komplett weglassen. Um alle Strecken Laser gescannt, wäre doch cooler. Du hast ja die Wahl, bei den Mods die Dinger auch wegzulassen, wenn sie scheiße sind, aber es gibt halt auch viele gute. Vor Postland zum Beispiel, das ist ja auch geiler Mod. Vor Postland hat sogar Laser gesteckt. Richtig. Gescannt. Laser gesteckt. Gesteckt irgendwo. Laser gesteckt. Ja. Du kannst ja beliebig drauf verzichten. Und die meisten Mods sind halt, und noch den Multiplayer von Assetto Corsa. Oh ja. Aber die Features und die Karrieremodus fand ich in GTA 2 am besten. Da hast du einfach alle Features, die du gebraucht hast. Vision speichern für 24 Stunden Rennen zum Beispiel, Nachtregen,
wie bei Project Cars. Das ist besser. Stimmt, die. Das dynamische Tageszeit- und Wettersystem können sie von Project Cars auch ruhig übernehmen. Das ist nämlich auch hier auch sehr gut gemacht. Ja, grafisch schon, aber von der Physik. Aber lass doch mal iRacing nicht außen vor. Soll auch gut sein. Ja, aber sehr teuer, ne? Das stimmt. Außerdem bezahlst du dafür ein Abo, damit du online spielst. Suki hat ja heute ein Video dazu veröffentlicht, ne? Zu genau. iRacing. Schon krass, was die da verlangen. Ich dachte, Race Room ist teuer, aber das gehört ja. Auf der anderen Seite, ob ist verdammt günstig eigentlich. Im Vergleich dazu, ja. Weil du, ja, du zahlst okay. Bei Race Room zahlst du ja nur für den zusätzlichen Content, den du dazu haben möchtest. Richtig. Und musst da kein Abo für abschließen. Das ist der Vorteil mit. Ich muss aber sagen, bei Race Room, da habe ich jetzt auch schon knapp 70 Euro reingepumpt oder so, ja, nur weil auch. Ich die Autos haben wollte, die ich halt haben wollte. Weiß ich nicht. Bei mir waren es Strecken. Die meine, Autos die Idee. Waren eh gehalten. Ja, die Idee ist an sich saugeil, dass du dir nur das kaufst, was du wirklich haben willst, aber es war zu teuer. Pro Auto 1 Euro, pro Strecke 2 Euro. Hier fehlt einer von den Frontscheinwerfern. Was? Aber das Auto würde repariert. Ja. Ist nur Aero. Oh nee, dann wurde das auch nicht übernommen in diesem. Ach, deshalb fahre ich eine Sekunde langsamer als sonst. Das nennt man Schraub und Klau, die haben hier. Die haben gesagt, sie würden sie reparieren, haben es aber nicht getan, haben die funktionierenden Teile ausgebaut und verkaufen sie jetzt auf dem Schwarzmarkt. Okay. Scheiß Spiel. Ich glaube eher, dass einfach alles, was ich mit Ja angekreuzt habe, gegen Nein getauscht wurde. Dreckiger Scheißdreck. Ja, die von Project Cars haben mit dem Gegenteil der Aktie nicht ernst. Vor allem einfach mal die Unterstützung für das Spiel, so was Patches und so angeht, einfach mal von jetzt auf nachher zu sagen, nein, wir haben keinen Bock mehr, das weiterzuentwickeln. Ja gut, das ist ja mal ein Nebenspiel so aus jetzt in solchen Spielen, die in der Beta-Phase sind. Es gibt noch Patches für Race Factor 1. Also in der Corsa haben sie auch 10 Jahre Patch-Garantie. Ich vermute aber, dass das Assetto Corsa auch darüber hinaus noch. Ich vermute aber auch, dass der Assetto Corsa nicht so schnell ein Assetto Corsa 2 machen will. Nee, glaube ich auch nicht. Die wollen einfach dieses Spiel nochmal weiterentwickeln. Weil ich meine, es ist zumindest im Moment der, wie ich finde, beste Simulator auf dem Markt. Ja. Und sie haben eine Porsche-Lizenz, das ist. Das ist super, aber wenn du Lenkradprobleme hast, bist du am Arsch. Weil du keine Einstellmöglichkeiten hast. Doch klar. Null. Doch klar, es hätte die Regler alles einstellen. Ja, was alles, denn? Ja. Ne, gar nichts. Ich habe auch längst Probleme. Es gibt drei Regler. Mhm. Ich habe auch Probleme. Mehr als drei. Ja, die anderen sind buchstäblich, wo du ein bisschen noch was obendrauf packen kannst. An irgendwelchen sonstigen Zusatzeffekten. Was hast du für ein Lenkrad? E27. Ich hab Leute, die keine Probleme haben. Ich hab sie halt, auf manchen Strecken habe ich massives Vibrieren und die Mittelachse. Ja, das genau, das habe ich auch und ich habe Momo, das ist ein ganz anderes Lenkrad. Momo ist wieder was anderes, weil es ja, so alt aber, ist. Ja, ist ja egal und er hat ein neues Lenkrad und er hat genau das gleiche. Und das ja, kann aber man halt in Project Cars, kann man es korrigieren. In Assetto Corsa, keine Chance. Du musst das Einzige, mit dem was ich machen kann, ist entweder Force Feedback auf 5-10%. Kann ich es auch gleich ausschalten oder Filter auf 100%? Naja, dann habe ich Dummy-Bild. 100%? Filter 100%, dann ist das Problem weg, aber dann habe ich Gummibärchen in der Hand. Da brauche ich nie, kein Force-Feedback für. Und es ist nur auf manchen Strecken. Hast du Profiler probiert? Ja. Auf welchen Strecken zum Beispiel? Nürburgring. GP, also Kunos-Strecke. Ich habe das zum Beispiel mit manchen Mod-Autos, habe ich das auf der Track-Strecke, aber auch nur mit Mod-Autos. Ich habe es auch mit offiziellen Kunos-Fahrzeugen-Strecken. Aber auch dort nur mit manchen, irgendwie. Sehr seltsam. Frag doch mal im Forum die Technik-Experten, wir haben ja ein paar Spezialisten für sowas.
Jetzt jag ich erstmal einen Eber. Wieder auf Wildschwein jagen. Ja! Oh, es ist so behindert. Ich hätte so schön mit Ackel fighten können. Hol gerade trotz Beschädigung ganz klein bisschen auf. Boah, das hilft halt nichts. Wer bist denn, Fino? Bis jetzt 10 Sekunden Strafe wäre eigentlich auch egal gewesen, wenn der erste Boxenstopp geklappt hätte. Hey, das ist ja geil. Lach, wie weit bist du denn das weiter? 5,5 bis 6 Sekunden kommt auf die Kurve an. Okay. Relativ stabil. Ja, dann fährst du gleichzeitig mit ihm an mich ran. Ja, ranfahren ist was anderes als vorbeifahren, das Scheiße. Ich hab die Hoffnung, dass meine Reifen länger halten als eure. Meine sind schon wieder im Arsch. Meine bauen auch ab. Meine haben jetzt ein Viertel weg. Mein linker Vorderreifen ist schon nur noch ein Viertel. Ja, ein Drittel. Vorletzte Kurve verbremst. Jetzt sind 7 Sekunden. Der wird ja so arg aus den Kurven raus. Mick hat das Spiel verlassen. Hä? Na, das hat er doch schon mal. Meinst du wieder ein Black Screen? Ja, wahrscheinlich. Oh, schade. Der hat mich gerade ganz schön gehetzt. Ist eh schade für ihn. Der hat so viele Punkte deswegen schon liegen lassen. Ja, der. Ich glaube, das vierte Mal, dass er rausfliegt, ne? Ja. Mick war schon immer unser Pechvogel. Ja, was ist das Pechvogel? Das riecht aber irgendwie nach Überhitzung. Das ist erst nach einer gewissen Zeit passiert. Okay, Vorsicht, Spider Rider steht in der ersten Schikane mitten auf der Dingens. Süß. Hat sich aber jetzt in die Box gesetzt, ist wieder vorbei. Darf er dann weiterfahren überhaupt? Nein, es ist Feierabend, soweit ich weiß für ihn. Er ist da unten aus der Gesamtwertung rausgenommen. Was ist denn überhaupt passiert? Ist er da mitbekommen? Weiß ich nicht. Konnte er nicht weiter? Hä? Hast du mir gesagt, er ist in der Box? Ja, ich nehme mich mal an. Er hat sich ich krieg angezeigt, dass er jetzt 12 Sekunden hinter mir ist. Mag jetzt hier nachher rechts vorbei, ne? Ja, oh, das war ein riesiger Bug. Also, weiter wird der Lag. Der hat 1.100er Ping. Oh, nee. Der hat von mir 3.000er Ping jetzt gehört. Geil. Ja, wie gesagt, ich hatte den Telefon offen mit. Beide Rider wurde getrennt, der andere. Also da ist ganz eindeutig die Schuld bei. Also ja gut, was heißt Schuld? Er hat das bestimmt nicht mit Absicht gemacht, aber. Besser im Internet. Genau. Gut, wer weiß vielleicht. Blitzte teilweise über Deutschland. Hat da irgendwo was eingeschlagen ist. Das kann sein. Das muss ja nicht mal bei ihm sein, muss irgendwo beim Internetprovider oder sonst wo sein. Möglich, ja. Serverzentrum. Letzte Runde schlägt den Steam-Server ein. Mal den Teufel bloß nicht an die Wand. Schade, an Eber komme ich nicht mehr ran. Oder der schlägt bei Celtec ein, wo unser Server steht. Ja, Hütchen umfahren für den Aeroschaden, genau, Marius. Die LMPs kriegen so leicht Aeroschaden, das nervt. Auf der anderen Seite stell dir mal vor, so ein Hütchen wiegt ja locker mal ein Kilo, halbes Kilo. Und das damit. Ja, ich sag ja locker machen. Ach, ist das Gummi? Ja, hast du schon mal ein Hütchen hochgehoben? Die Dinger sind schwer.
Ja, ich hab schon. Du musst ja auch bei Windows Center stehen bleiben. Ich hab mal eins aufgehoben und angezogen, das sah lustig aus. Ja, ich auch. Ich glaube, das hat so gut wie jeder schon mal gemacht, ob ein Weinfest oder sonst was. Ja, nicht auf ein Weinfest, also ich bin ja kein Weintrinker. Das tut zwar nichts zur Sache, aber ich kannst ja auch auf ein Weinfest gehen, um Schnaps zu trinken. Wäre das klingt dumm, macht man aber. Das wäre schon ganz schön frevlerisch. Also bei uns auf dem Weinfest wird immer Schnaps auch ausgeschenkt in das Dorf. Kriegst du entweder als Kürze oder an der Cocktailbar in allen möglichen Variationen. Yo, Project, ich hab dich gesehen. Ich hab auch noch gar keine Anstände gemacht. Ich meine ja noch. Aber okay. Ich hab mich registriert und okay, gut. Das hört sich gerade so an nach dem Motto, ja, lass gut sein. Nee. So war das nicht gemeint. Ich fahr jetzt gleich außen rum, kannst du ihn durchziehen. Nee, fahr da normal, ich hol dich auf den nächsten Bahn. Okay. Bist du sicher? Ich hoffe mal. So, jetzt ansaugen. Achtung, ich fahr raus. Gut. Okay. Boah. Untersteuer. Ja, jetzt fangen meine Reifen wieder an. Ja, haben sie bei mir schon lang. Jetzt sind sie wirklich unter den Fällen. Gut, ich bin erst nach 35 oder 37 Minuten an die Box. Bla bla bla, pick it up, bitch. War du doch. War du doch. Ah, Schlitter, Schlitter, Schlitter. Bei dem Renninstinkt ins Auto gesetzt. Wäre dann so mies, wenn er wirklich schneller wäre. Und der Steuern ist echt übel, mein linker Vorderreifen ist quasi nicht mehr existent. Waschmann für? Ja, schon seit Ewigkeit. Anscheinend hat Agel auch irgendwas beim Boxenstopp versaut, aber nicht so heftig wie ich. Also zwei Boxenstopps hat er nicht gebraucht. Oder hat sich einmal gedreht oder so. So wie ich so ganz leicht oder was kaum Zeit gefristet hat. Hat bei mir auch nur 6 Sekunden gekostet. Ich hab einen Black Screen. Oh nein. Ich sehe nichts. Jetzt los. Anscheinend hat sich das Spiel rausgetappt. Jetzt bin wieder drin. Hat's bei mir eben auch gemacht. Alt-Tab hat geholfen. Ist ja nicht weiter schlimm, ich habe 1 Minute 20 nach hinten und 40 Sekunden nach vorne. Und das wird im GT3 Feld, das Bowling gespielt, oder? Nee. Ich habe einfach auf die Bremse gedrückt und rollen lassen, ich war sogar noch auf der Strecke. Ja, nicht so wie ich eben, ich bin gerade aus der aus diesem Knick nach der ersten Kurve rausgekommen, als es bei mir plötzlich rausgetappt hat. Bin ich schön in die Mauer gefahren. Das sind ja nur noch 3 Runden ungefähr. Ach, die erste Kurve kann man so schön driften, wenn man sich so ein bisschen in den Körper einhakt. Driften ist aber nicht ganz sicher. Ja, aber es macht irgendwie Spaß, das Auto damit abzufangen. Genau wie aus der Schikane der letzten, da komme ich immer mit einem leichten Drift raus. Vor letzten. Ja, das ist auch Bergaufschikane, ne? Ja, die ist auch geil, ja. Ich meine, wenn man schon so einen riesen Vorsprung nach vorne nimmt, dann kann man auch ein bisschen Spaß haben. Ja, gut, okay. Stimmt natürlich. Ach, Akku ist hinter mir. Warum fährt sich mit immer wieder in die falsche Box? Digga! Peak, unnötige Aktion halt.
Ja, da war auch gar kein Platz. Dashman in der Box. Aber ich habe keinen Überschlag. Glück gehabt. Ja, sorry. Ich hab nicht erwartet, dass du da so hart bremst. Ja, meine Bremsen sind hart gefickt. Das ist ja heiß drin, 28 Grad. Ah, Mist, jetzt hab ich den Körper nicht erwischt. Kein Drift. Eher Untersteuer. Ins Kiesbett. Und jetzt habe ich mich verbremst. Geil. Egal. Oh, Akle hat irgendeinen Fehler gemacht. Scheiße. Hätte ich vorhin keinen Blackstream gehabt, hätte es nur noch 20 Sekunden Rückstand gewesen. Ah ne, es war Sascha, der war schon in der Box. Ja, hab ich ja gesagt. Hat jetzt erst einen Boxenstopp gemacht. Hab ich ja gerade gesagt. Ist, hätte ich jetzt nicht so viel Kacke gebaut, wären es vielleicht sogar nur 15 Sekunden. Aber kann man ja trotzdem nicht aufholen. Ja, ein paar Drifts weniger, hättest du noch mehr Reifen. What the fuck? Neben mitten der gerade aufgesetzt und hab mich weggedreht. Voll in die Wand. Ja, da ist eine fiese Boden, Alter. Ich hab mich auch schon vorne noch gesetzt. Da war so ein Loch. Und einfach brutal aufgesetzt und voll in die Wand geklatscht. Schaden? Ja, keine Ahnung. Lenkrad nicht. Oh, Digga. Ja, Aero anscheinend ziemlich heftig. Ja, das war ich auch keine. Ach, hat man meine Reifen. Ja, mein linker ist auch zur Hälfte runter. Oh, ich hasse es mit diesem Kurvenschlenk. Da geht nicht. Du hältst erst. Ja, ich fahr ja recht reifenschonend, genau. Mein linker Vorderreifen ist jetzt wirklich fast nicht mehr da. Ja, das wird meine vorletzte Runde, vermute ich mal. Vielleicht noch ein Zehntel oder so übrig. Magel, bist du das zufälligerweise hinter mir? Nein. Erste Kurve? Weißes nee. Auto müsste angedreht sein. Nee, ist Sashman. Sagst du mir mal eine Survivals-Project, ne? Boah, fahr du. Komm noch an den GT3s vorbei auf der Geraden mit dem kompletten Auto. Erst nach dem Teil hier, ne? Oh, jetzt hab ich mich schon wieder verbremst, das gibt's doch nicht. Oh, und jetzt ramm ich ihn noch von vorne. Sorry. Ja, lauf lange, ich weiß. Schon wieder. Hier auf der Geraden. Da war schon wieder dieses fiese Loch. Irgendwie, ich glaube, das hängt mit meinem abgenutzten Reifen zusammen. Ich bin da vorher nicht aufgesetzt. Ja doch, ich setze jede Runde auf. Also, ganz normal. Ja, ein bisschen nach links zieht mein Auto doch nach dem Einschlag, aber nur so ganz, ganz leicht. Ach, das wird meine letzte Runde, Gott sei Dank. Ja. Gar nicht so krass verschätzt mit dem Sprit. Am Ende werden es 15 Liter sein. Ungefähr. Ja. Sorg jetzt dafür, dass es meine letzte Runde wird. Ich hole ja eh nichts mehr auf. Ich habe eine Minute Rückstand. Noch eine Runde zu fahren. War ich halt noch eine persönliche Bestzeit. Mit abgenutzten Reifen? Ja, vor allem mit einem leichten Auto.
Weißt du warum? Ha, ich bin erst der Abgehoben. Erstmal ganz langsam. Kannst du aber jetzt bedeutend schneller fahren als ich. Abstand zu AJ jetzt nur noch 6 Sekunden noch. Ja, ich komme ja kaum noch voran mit dem Auto hier. Oh, endlich durch. Hallo, wer auch immer da gerade zugekommen ist. Hey. Ach, Mick. Ja, mal Pech gehabt. Oh, schade, Mick. Schön gefahren. Ja, du auch.